Hallo liebe Freunde des zauberhaften Straßenfußballs und herzlich willkommen zum ersten Video der Reihe Karrieren. In diesem Format geht es um die Karrieren einzelner Bundesliga-Profis, ihre Geschichten, sowohl als Profi als auch als Mensch. Und für diese Reihe kommt wohl kaum ein aktueller Spieler eher in Frage als der Schalker Franco Di Santo. Viel Spaß! Di Santo wird in Mendoza, Argentinien geboren. Er wächst als Einzelkind in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Ziel schon damals? Fußballprofi. Ein Spielervermittler gibt ihm die Chance, in Rosario bei verschiedenen Sichtungslehrgängen vorzuspielen. Rosario ist die drittgrößte Stadt Argentiniens und beheimatet zwei der größten Vereine des Landes, Rosario Central und die Newell's Old Boys, dem Heimatverein Lionel Messis. Auch Di Santo will zu einem der großen Clubs. Aber dann will der Spielervermittler einen Großteil seiner Persönlichkeits- und Marketingrechte kassieren, woraufhin ihn Francos Eltern vom Hof jagen. Als er 13 Jahre alt ist, bietet sich ein Freund der Familie an, den jungen Di Santo mit nach Chile zu nehmen, damit er dort ebenfalls bei Audax Italiano vorspielen kann. Doch der vermeintliche Freund setzt das Kind nur in dem fremden Land ab und verschwindet. Franco hat keinerlei Geld, kann nicht einmal seine Eltern anrufen. 2 Monate lang hatte er keinen Kontakt nach Hause gehabt. Er wohnt in einer Pension zusammen mit anderen Jugendspielern, wie Humberto Suazo, der später einmal einer der größten Fußballer Chiles werden soll. Eine ältere Dame kocht gelegentlich für die Jungen, ansonsten ist Franco auf sich allein gestellt. Die anderen, meist älteren Jungen, helfen ihm, damit er in dem fremden Land über die Runden kommt. Di Santo geht zu einem Clubangestellten von Audax Italiano, besorgt sich Geld, um seine Eltern anzurufen. Als der Vater von der Geschichte erfährt, fordert er Franco auf, dieser solle sofort nach Hause kommen. Von welchem Geld? Erwidert der Junge. Daraufhin besorgt sich Di Santos Vater die Nummer des Clubpräsidenten. In einem Telefonat erklärt ihm dieser, er habe den Freund, der Franco nach Chile gebracht hatte, Geld für den Jungen gegeben. Allerdings kam davon nie etwas bei diesem an. Der Präsident will Di Santo nicht einfach gehen lassen. Er hatte schließlich schon Geld in ihn investiert, daher will er ihn zumindest einmal spielen sehen. Franco, der mittlerweile 14 Jahre alt ist, darf in einem Sichtungsspiel gegen eine U19-Mannschaft vorspielen und kann den Präsidenten überzeugen. Dieser ruft Francos Vater an und versichert ihm, sich um seinen Sohn zu kümmern. Von nun an bekommt der Junge regelmäßig Geld für Lebensmittel und geht auch wieder zur Schule. Im Alter von 16 Jahren debütiert er in der ersten Mannschaft von Audax Italiano. Dort erzielt er 16 Tore in 69 Spielen und wechselt im Alter von 18 Jahren im Januar 2008 nach England zum FC Chelsea. Doch bei den Blues kann sich der junge Südamerikaner nicht gegen Größen wie Didier Drogba, Andriy Shevchenko, Nicolas Anelka, Salomon Kalou und Claudio Pizarro durchsetzen. Kommt zudem mit der härteren Spielweise in England nicht sofort zurecht. In 1,5 Jahren kommt er lediglich 8-mal zum Einsatz. Im Sommer 2009 wird Di Santo für ein Jahr zu den Blackburn Rovers ausgeliehen, kann aber auch dort in 22 Spielen, zumeist als Einwechselspieler, nur ein einziges Tor erzielen. Nach seiner Rückkehr zu Chelsea wechselt er kurz vor Ende des Transferfensters für 2,4 Millionen Euro zu Wigan Athletic, wo er innerhalb von 3 Jahren in 92 Spielen 13 Tore erzielt. Zum Ende seiner Vertragslaufzeit beschließt Di Santo, seinen Vertrag bei den Engländern nicht zu verlängern. Nachdem er zunächst bei keinem Club zur neuen Saison einen Vertrag unterschreibt, verpflichtet Werder Bremen den Argentinier am 14. August 2013 und stattet ihn mit einem 3-Jahres-Vertrag aus. Aufgrund der fehlenden Vorbereitung, einer roten Karte sowie eines Muskelfaserrisses kommt er auch bei den Norddeutschen zunächst nicht in Tritt. Nachdem die Formkurve zum Ende der Saison 2013-2014 schon deutlich nach oben zeigt, spielt Di Santo in der Saison 14-15 die bis dato beste seiner Karriere. In 28 Pflichtspielen ist er 14 Mal erfolgreich und wechselt zur aktuellen Saison trotz Treuebekundung und mit Inkaufnahme des Ärgers der Werder-Fans für die festgeschriebene Ablösesumme von 6 Millionen Euro zum FC Schalke 04. Für die Königsblauen steht er in seinem ersten Bundesligaspiel ausgerechnet in Bremen auf dem Platz und spielt eine mäßige Partie. Seine Torgefährlichkeit kann er bis auf einen Hattrick in der Europa League gegen Asteras Tripolis noch nicht unter Beweis stellen. In der Hinrunde der Saison 2015-16 erzielt er für die Knappen in 25 Pflichtspielen immerhin 7 Tore. So Freunde, das war die erste Folge aus Karrieren. Eine ziemliche Odyssee, die der junge Franco Di Santo da durchmachen musste auf seinem Weg zum Fußballprofi. Kommentiert doch mal, was ihr davon haltet und ob ihr findet, dass ein solcher Spieler es mehr verdient hat, das Leben als Profi zu genießen als andere. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig und abonniert den Kanal, damit ihr weiter diese spannenden Folgen genießen könnt. Sportliche Grüße, bis bald!